Hier ist noch eine Truhe. Mondträne. Ich glaube, es füllt alles auf. Und halt den Status auch noch. Jetzt sind wir hier. Gut, irgendwo war noch eine Leiter. Nach oben. Aber da bin ich doch perfekt durchgegangen. Habe ich genau den optionalen Boss für zum Schluss aufgehoben. Das war doch ordentlich. Oder? So, jetzt gucken wir uns nochmal hier oben um. Hier sind nämlich keine Räume mehr. Und dann wollen wir mal gucken, ob hier noch was liegt. Oder ob das total überflüssig ist. Es ist total überflüssig. Tja. Das ist wohl für die schlauen Köpfe, die denken, oh, wir müssen mal überall lang gehen, vielleicht ist noch was, oder da ist bestimmt der richtige Weg. Na gut, egal, dann haben wir alles. Dann haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Runter bitte. Dann geht's ab ins Finale. The Final Cell Shock, würde ich sagen. Wupsi. Dann ruhe ich mich noch einmal aus. Dann speichere ich noch einmal. Und dann geht's nach unten zu Gott. Was logisch ist, ne? Und Gott ist in der Hölle. Tja. Ab geht die Post. Speichern bitte. Memory Card. So, wie lange habe ich denn bis hierhin jetzt gebraucht? Es wird mein letzter Speicherpunkt sein. Ich nehme jetzt einfach den oberen, ist egal. 3912. Uiuiui. Ab nach unten. Hier sieht es wieder so komisch aus. Und Mausi läuft vor. Na, der Navigator. Tja. Endlich hat das Ding eine Beschreibung. Wir wissen doch alle mittlerweile, dass es immer Ärger bedeutet, wenn sie da vorne läuft. Jo. Und hier kommen sogar noch Gegner. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Oh, aber doofe Gegner kommen hier. Doofe Gegner, wo ich nicht entkommen kann. Das gefällt mir nicht. Au! Düster. Was auch immer das bringt. Keine Ahnung. Ja, mach du auch düster. So, einmal versuche ich noch zu flüchten. Wenn nicht, dann werde ich das erste Mal einen Kampf offscreen machen, denn ihr habt gesehen, wie lange ich für diesen Schrott gebraucht habe. Gut, danke. Ich muss nichts schneiden. Tja, so groß ist das hier nicht. Mausi, hi. Verschlossenes Tor, Panzerknacker. Wow, was ist mit dir los? Jo. Hätte ich gewusst, dass du sowas kannst, dann hätte ich dich bitte in die Bank genommen. Aber naja. Dankeschön. Du bist eine erstaunliche Maschine. Weißt du das, Mausi? Flups. Oh. Achtung. Navigator-Code für Höchstfunktionen akzeptiert. Zugang zum Büchereimodus gewährt. Büchereimodus? Na gut, wir gehen. Wir wollen doch nun endlich mal ans Finale kommen. Es geht bis in die Hölle. Naja, so weit runter nicht, aber doch so ziemlich weit runter. Ups. Da wären wir. Und, oh, es wird der Weg geebnet. Sieht ja ganz schick aus.
Willkommen, wir dienen der allmächtigen Göttin. Hört uns bitte an, bevor ihr die Göttin Myria trefft. Muss ich das? Ich muss noch kämpfen hier drinnen. Oh Gott. Das leuchtet viel zu cool, um hier drinnen zu kämpfen. Ich sehe jetzt gerade erst das Nebelmann, der die Rüstung ist. Und gar nicht der andere. Ich will jetzt hier drinnen nicht kämpfen. Das versaut jegliche Stimmung. So, wir haben übrigens unseren Point of No Return überschritten. Das heißt, wir kommen auch nicht mehr hoch, glaube ich. Aber das macht ja nix. So, was willst du denn? Die heilige Myria erwartet euch schon. Oh, das wolltest du mir jetzt sagen? Deswegen laufe ich mit der Tusse. Nee, nee, nee. Noch so inne. Vor der Ankunft Myrias lag die Welt im Sterben. Die blutende Erde war ganz und gar mit Sand bedeckt. Und ihre Bewohner wurden das Leben ausgesaugt. Oh, das klingt toll. Jo, schon wieder so ein Ding. Die trauernde Myria nutzt all ihre göttliche Macht, die Welt in zwei Hälften zu teilen. Warum tut man sowas? Die eine Hälfte ist da, wo ihr nun seid, die Wüste des Todes. Die andere... Die andere ist da, Leben. Die Welt, aus der du kamst, überfüllt mit Leben. Warum macht man sowas? Das wollen wir wissen. Ich beantworte uns endlich unsere dämlichen Fragen. Oh ja, Angeln, das habe ich nie gemacht, aber naja. Kann man nichts machen. Die beiden Welten sind durch den weiten, rauen Ozean getrennt, den man in die äußere See nimmt. Man kann auch einfach auf beiden Kontinenten etwas geben. Eure Welt vor der Wüste zu schützen. Achso, deswegen wurde der Ozean gebaut. Gebaut. Um unsere Welt vor der Wüste zu schützen. Schon wieder so einer. Der Großteil des Lebens, das dem Tode entkam, wurde wie ihr selbst in die andere Welt gebracht. Aber nur der Großteil ist. Ich meine, das ist ja auch Leben, also. Ne? Glüht alles so freakig. Schon wieder so ein Bildschirm. Es ist Myrias Wunsch, Leben zu schützen. Eure Welt zu beschützen. Selbst das Leben eines Monsters ist Myria heilig. Das sehe ich, wenn ich hier angegriffen werde. Na, hier muss man wenigstens nicht mehr kämpfen, ne? Oh, nächste Tusse. Dass ihr so wertvolles Leben zu schützen hat. Achso, um ihr so wertvolles Leben zu schützen, hat Myria allerhand Schutzkehrungen getroffen. Willst du mir jetzt zeigen, was ich hier durchbrochen habe alles, oder wie? Ah ne, Technikmanagement. Der Schrott war... Sehr eigenartig. Damit will die sich schützen mit einem Haufen Müll? Wir müssen dafür sorgen, dass keine gefährlichen Geräte wie Waffen etwa entwickelt werden. Tja, da kann man nichts machen, wenn man so viel Haufen Schrott hat. Wozu baut ihr so einen Scheiß? Man kommt das von hier alles. Myria erlaubt beispielsweise nur den Gebrauch und die Reparatur bereits existierender Maschinen. Es gilt, das Verbot, potenziell zerstörerische Maschinen zu erforschen. Da weiß ich aber was anderes. Das meint, das werdet ihr noch erfahren. Denn wer den Containerhof kennt, der weiß, was da für Viecher lauern. Das sind auch Maschinen. Lass mich warten, ich bin wieder gerade... Ja, ich bin den richtigen Weg gegangen. Okay. Natürlich. Ich wollte noch gucken, was auf der anderen Seite war. Und zwar hier hoch. Bestimmt überhaupt nichts, aber das ist ja auch egal. Doch, hier ist noch eine Tür. Die durch Chris Erz bereitsgestellte Energie, die Myria
dient Myria ebenfalls als Hilfe, die Welt zu kontrollieren. Ihr redet so wie ein Guru, als ob das ein Guru ist. Die Chris-Ärzte sind die fossile Reste des Lebens. Ja, da waren wir schon mal. Das nennt man übrigens Öl oder Gas. Erdgas. Verwandelt von der geheiligten Macht der göttlichen Myria. Echt, das klingt so sektenmäßig alles hier. Chris Erz ist also nur eine Art, wie Myria die Welt mit ihrer magischen Energie versorgt. Sieht cool aus irgendwie. Der Bildschirm ist klasse hier. Der ist sehr breit. Den möchte ich auch haben. Tja, aber der Raum war trotzdem für den Arsch.